Liebe Dorfbewohner, heute ist wirklich ein ganz besonderer Tag für unser Dorf. Dieser Tag wird in die Geschichte eingehen, nämlich erwarten wir heute einen ganz, ganz besonderen Besuch. Nämlich besucht uns der reiche Dorfbewohner heute. Ja, der reiche, wuhu. Ah, das freut mich wirklich. Ihr freut euch genauso drauf wie euer Präsident. Ich bin wirklich auch sehr, sehr aufgeregt. Das bedeutet, wir müssen uns heute natürlich von unserer allerbesten Seite zeigen und den Bereichen zeigen, was wir für ein starkes Volk sind. Gemeinsam schaffen wir das. Ja! Vielen, vielen Dank für den Applaus. Alles gut. Der Reiche wird auf jeden Fall in den nächsten paar Stunden eintreffen. Und ihr könnt auf jeden Fall auch gespannt sein, denn der Reiche wird hier auch, wie ich hier am Präsidentenpult, eine Rede für euch halten. Damit bedanke ich mich vielmals bei euch. Du bist der beste Präsident, Santex. Wir lieben dich. Und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Los, 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 Präsident Santex. Wir müssen los. Der Reiche wird auf jeden Fall jeden Moment hier eintreffen im Dorf. Oh ja, ist in Ordnung, ich gehe ja schon. Vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Ich bin wirklich total aufgeregt und... Oh, hey, Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und ihr habt es gesehen, ich habe hier gerade als Präsident vor meinem Dorf eine Rede gehalten. Nämlich wird uns heute ein ganz besonderer Gast erwarten. Nämlich besucht uns heute der Reiche. Oh, Präsident Santex, er ist da. Warte mal, was meint ihr? Was seid ihr alle so aufgeregt? Was ist denn da los? Und Freunde, warte mal, sie sind ja schon da. Oh, hey, Präsident Santex, es ist mir wirklich eine Ehre, dich hier zu treffen. Oh, der reiche Bewohner, ich dachte, sie kommen erst noch ein paar Stunden. Was machen Sie denn hier? Aber es freut mich wirklich sehr. Haben Sie gut hierher gefunden zu unserem Dorf? Ja, natürlich. Und ich muss sagen, du hast echt ein schönes Dorf hier. Natürlich, ich bin ja der Präsident und natürlich habe ich ein schönes Dorf. Ich liebe Sie, Herr Reich, ich will ein Kind von Ihnen. Weg mit dem, Bodyguards, weg mit dem. Alles in Ordnung. Oh, Sie haben ja ein richtig krasses Luxusauto. Ja, natürlich habe ich ein Luxusauto und ich möchte mir gerne mal hier euer Dorf anschauen. Alles gut, oh, ich bin total aufgeregt, Freunde, der Reich ist da. Kommen Sie mit, wir haben ja auch ganz nette Leute. Herr Reiche, hallo, schönen guten Tag. Hallo, liebe Dorfbewohner. Oh ja, hier haben wir auf jeden Fall einen Burgerladen. Das ist der Santex Burgerladen. Den habe ich hier vor ein paar Tagen selber errichtet. Oh, ein eigener Burgerladen. Oh, machen Sie auch schön viel Geld damit. Ja, natürlich mache ich viel Geld damit. Schönen guten Tag, Herr Reicher. Ja, das ist Bob, der arbeitet auf jeden Fall für mich. Dann haben wir natürlich hier sein schönes Weizenfeld. Natürlich alles hier schön gepflegt als Präsident. Hier sind so die kleinen Häuser von den Villagern, wo sie hier wohnen. Schön gemütlich. Oh, das ist echt ein wunderschönes kleines Dorf, oder? Du hast aber hier das Diamanten-Goldhaus. Als Präsident gehört sich das natürlich. Ja, natürlich, aber für Sie ist das bestimmt so wenig, Herr Reiche. Sie sind ja schon mehrfacher Milliardär. Ja, da hast du recht, aber führ mich mal weiter. Wo ist denn hier der Rednerpult? Ich will doch auch eine Rede halten für das Volk. Alles gut, alles gut. Eins nach dem anderen. Hier ist auf jeden Fall hier der Brunnen. Hier, ja, duschen die Villager, holen sich das ganze Wasser ab. Herr Reiche, Sie sind der Beste, ich liebe Sie. Sie werden hier auch wirklich herzlich empfangen. So, dann würde ich sagen, wir gehen auf jeden Fall mal hier weiter. Folgen Sie mir. Natürlich auch den Bodyguards. Hier haben wir noch so einen kleinen See und sowas. Und der Rednerpult ist auf jeden Fall hier hinten. Wir müssen jetzt auf jeden Fall hier den roten Teppich nach oben gehen. So, und auch, Sie hören schon... Juhu, der reiche Präsident Santex. Wir werden auf jeden Fall schon ausgebuht. Ich meine natürlich bejubelt. Kommen Sie mit, Herr Reiche. Wir werden jetzt auf jeden Fall eine Rede halten. Schönen guten Tag, liebes Dorf. Der Reiche ist jetzt wirklich angekommen und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der Rede vom Reichen. Ich stelle mich hier an die Seite. Vielen, vielen Dank für den Applaus. Leute, beruhigt euch. Beruhigt euch, kommt alle runter. Wirklich vielen Dank. Ich fühle mich wirklich sehr, sehr geehrt und es freut mich wirklich sehr, hier in diesem wunderschönen Dorf bei euch angekommen zu sein. Und ich muss sagen, ihr habt wirklich einen wundertollen Präsidenten. Ein Applaus für Präsident Santex. Ja, Präsident Santex, wuhu. Ihr seid wirklich ein total volles Volk. Ich bin auf jeden Fall hier der Reiche, wenn ihr mich noch nicht kennt. Und euer Präsident hat mir euer Dorf mal gezeigt. Und ich muss sagen, euer Dorf ist wirklich gar nicht mal so gut. Hä? Es ist total klasse. Ja, wuhu, Sie sind der beste Reicher.
Ha, vielen, vielen Dank. Und ich bin natürlich nicht umsonst hier an euer Dorf gekommen. Ich bin natürlich nicht umsonst der Reiche. Ich habe ganz, ganz viel Geld und ich frage euch eine Sache. Wollt ihr, dass ich vielleicht eine fette Millionen Euro Spende an dieses Dorf abgebe, dass dieses Dorf reich wird? Wer will hier mehr Geld haben? Hier, ich will, wir wollen alle, ich will. Ah, das freut mich wirklich sehr. Ich glaube, so ein tolles Dorf braucht auf jeden Fall ein bisschen Unterstützung. Von mir, dem Reichen. Und ich werde euch deswegen auf jeden Fall eine Spende überlassen von 1 Million Euro. Was? 1 Million Euro? Wow, super, 1 Million Euro, wir werden reich. Ha, beruhigt euch. Das mache ich natürlich super gerne. Und das habt ihr natürlich auch nicht mir zu verdanken, sondern auch euren Präsidenten Centex. Reicher. Hahaha, da ist er ja, der Reiche. Ja, endlich besucht er dieses Dorf. Ich werde ihn heute überfallen. Hahaha, und mir sein ganzes Geld klauen und danach werde ich reich sein. Ja, so viel Geld hat er. Ja, wir schleichen uns hier vorbei. Haha, alle jubeln hier fleißig, alles sind abgelenkt. Und wir schleichen uns ran. Und, ja, komm her. Ja, Hilfe. schnell, bevor wir erwischt werden. Wir verstecken uns da hinterm Polizeiauto und ziehen sofort die ganze Uniform an. Jetzt sehen wir doch aus wie ein richtiger Polizist. Ich würde sagen, mit diesem Plan werden wir auf jeden Fall den Reichen überfallen gehen. So, schönen guten Tag, ich möchte euch nicht stören, ich bin hier der Polizist und hey, Herr Reicher. Hey, schönen guten Tag, Herr Polizist, was gibt es denn? Sie müssen einmal mit mir mitkommen, es gibt ein paar Probleme. Hey, was ist denn da los? Nein, der Reiche hält gerade seine Rede, er kann doch jetzt nicht einfach mitkommen, was sind Sie denn für ein Polizist? Tut mir leid, Präsident Zendix, aber das ist ein Befehl. Kommen Sie mit, Herr Reicher. Sie haben verstanden, genau. Los. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Hören Sie auf, mich aufzubuhen. Aber es muss leider sein. Kommen Sie mit. Was ist denn hier los? Es gibt ein kleines Problem. Es gibt leider ein ganz kleines Problem, muss ich sagen. So, ich würde sagen, kommen Sie mal mit, Herr Reicher. Am besten kommen Sie jetzt sofort mit hier ins Präsidentenhaus. Das ist ein Befehl von Präsident Zendix. Präsident Zendix hat doch gar nichts gesagt. Ich war mit in meiner Rede. Was ist denn mit Ihnen los? Rein mit Ihnen, habe ich jetzt gesagt. Haben Sie mich verstanden? Ist ja in Ordnung. Ich komme hier schon. Haha, so ist es gut. Kommen Sie jetzt mit. Hier sind wir beide alleine. Und na, der Reiche. Sie sind also hier der Reiche hier. Oh nein, bitte lassen Sie mich in Ruhe. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Oh, ich werde Sie in Ruhe lassen, aber nur unter einer Bedingung, wenn Sie mir sagen, wo Ihr Schatz ist und wo Ihre Millionen Euro sind. Kein Problem, ich zeige es Ihnen. Bitte nehmen Sie die Waffe runter. Los, keinen Schritt näher. Wehe, Sie rufen irgendwas. Los, wo ist Ihr ganzes Geld? Schauen Sie dort in der Ecke, da ist eine Falltür unten, ein Geheimversteck. Okay, Sie warten hier, oder? Sie werden was zu spüren bekommen. Weh, Sie haben mich reingelegt. Ich gehe nach unten schauen und... Tatsächlich, das ganze Geld vom Reichen. Ich bin reich. Und jetzt schnell alles wieder mitnehmen. Bitte lass sie mich in Ruhe. Kein Schritt mehr. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier alles plündern. Leute, bitte beruhigt euch, versucht euch zu beruhigen. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Wo ist der Reiche? Wir wollen den Reichen. Alles gut, alles wird in Ordnung. Ja, ich verstehe euch. Ich würde sagen, wir brechen die Rede für heute ab. Ja, es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Präsident Zendix, wir müssen sofort nach dem Reichen schauen. Irgendwas ist da faul. Ich weiß ja nicht, aber es tut mir sowas von leid. Oh Mann, alles ist wirklich nach hinten losgegangen. Der ganze Besuch vom Reichen ist nach hinten losgegangen. Irgendwas ist da faul. Der Polizist hat ihn sich einfach geschnappt, aber was ist denn los? Und oh nein, wo ist der hin? Hey, Präsident Zendix, der Reiche ist gerade hier vorbeigegangen in Ihr Haus. Warte mal, in mein Präsidentenhaus? Das kann ja wohl nicht sein. So, ich würde sagen, kommt, Bodyguards. Ich würde sagen, ihr bewacht das Haus. Ihr bleibt jetzt hier draußen. Ich gehe sofort schauen, was hier drin passiert ist. Der Reiche und... Warte mal, was ist das denn hier? Das kenne ich hier doch gar nicht. Ein Versteck oder sowas? Oh nein. Ah, ja, mit dem Geld. Alles gehört mir. Oh nein, das hört sich schrecklich an. Was ist da unten los? Ich glaube, der Reiche wird irgendwie gefangen genommen oder sowas. Ich glaube, das war irgendeine Falle. Ich würde sagen, wir holen sofort eine Pistole raus. Und wir müssen jetzt ganz vorsichtig ab nach unten. Bitte lasst sie mich in Ruhe. Holen Sie das Geld, lasst sie mich in Ruhe.
Ach, Klappe, du Reichaut. Ah, was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Nein. Und? Oh mein Gott, Herr Reicher, Herr Reicher. Präsident Santex, was machen Sie denn hier? Oh, Sie haben mich gerettet, Sie haben mich gerettet, ich wurde überfallen. Alles gut, Herr Reicher. Und oh mein Gott, was ist denn hier unten los? Und warte mal, war das kein Polizist? Nein, er hat mir eine Falle gestellt, es war kein Polizist, er hat sich als Polizist verkleidet. Er wollte mein ganzes Geld klauen, schauen Sie sich das mal an. Das kann ja nicht sein, aber oh mein Gott, so viel Geld hat er sich rausgenommen. Was ist das denn hier, so viel Geld? Und wieso ist das hier unter meinem Präsidentenhaus? Ich kannte dieses Versteck gar nicht. Sie müssen wissen, Präsident Sandix, ich war hier damals der Reiche hier in dem Dorf und ich habe mir diesen geheimen Bunker hier gebaut. Keiner wusste, dass ich hier mein ganzes Geld lagere. Ich verstehe schon, aber kein Problem. Ich habe sie auf jeden Fall gerettet. Aber ich würde sagen, Sandix, als Dankeschön, dass du mich gerettet hast vom bösen Banditen, kriegst du mal das ganze Geld, was hier unten ist. Warte mal, ich krieg ihr ganzes Geld. Nein, das können sie nicht machen, das ist viel zu viel. Oh doch, sie haben sich das Ganze als Präsident auf jeden Fall verdient. Machen sie was Gutes aus dem Geld. Viel Spaß mit dem Geld. Warte mal, Freunde, das kann ja nicht sein. Und schaut euch das mal an, so viel Geld einfach. Ich glaube es nicht. Und Diamant, Gold, Emeralds, der Reiche schenkt mir einfach sein ganzes Geld. Was geht denn da ab? Wir haben jetzt wirklich den Reichen vor dem bösen Überfall gerettet. Und als Dankeschön, vielen, vielen Dank, hat er mir sein ganzes Geld geschenkt. Ich glaube es nicht. Das war wirklich ein toller Besuch in dein Dorf, aber ich muss jetzt auch leider wieder losgehen. Alles gut, Herr Reiche. Ich bedanke mich mal vielmals bei Ihrem Besuch. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das ist mein heutiges Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin, tschüss.